Hallo, willkommen im Video 44 in der Vorlesung Modellierung 1. So, und im letzten Video haben wir angefangen, Modelle mit mehreren Variablen zu betrachten. Wir haben ein einfaches Beispiel gehabt. Wir hatten die chemische Reaktion. Ein Stoff A kannst du nach zu B reagieren und wieder zurückreagieren, also diese Hin- und Rückreaktion. Dann ist unser Zustand aber jetzt ein Vektor, weil wir zwei Konzentrationen haben, die Konzentration von Stoff A und die Konzentration von Stoff B. Dann haben wir gesehen, das können wir schreiben jetzt als ein Modell mit zwei Gleichungen, also wieder eine Differentialgleichung, aber bei der sich jetzt beide Zustandsvariablen ändern können. Also solche Modelle schreiben wir einfach so hin. Und dann auf der rechten Seite haben wir jetzt alle Prozesse, ne, die jetzt getrennt für jede Variable hingeschrieben sind. Und das war einmal hier die Hin- und Rückreaktion. Auch die Anfangsbedingung ist dann wieder ein Vektor. Und dann haben wir gesehen, als wichtige Methodik, dass wir versuchen, die Dynamik, also die Lösung dieses mathematischen Problems, erstmal zu übersetzen in ein geometrisches Problem, in den Phasenraum, in der Form, dass jeder Zustand hier zu einem Punkt wird im Phasenraum. Eine Änderung des Zustandes wird dann zu einer Linie, eine Trajektorie, also wir nennen das Trajektorie oder Orbit, und die Menge aller Lösungen dieser Differentialgleichung für alle möglichen Anfangsbedingungen, das sind dann die Schar aller dieser Kurven, das nennen wir den Phasenfluss im Phasenraum. Und da war die Idee, dass das wie Flusslinien sind, weil sich diese Phasenraumlinien, sagt man auch manchmal, nicht überkreuzen dürfen. So, das war jetzt das Beispiel vom letzten Video. Und jetzt, um das jetzt weiter zu üben, wollen wir mal eine bisschen kompliziertere chemische Reaktion betrachten, bei der mal wirklich eine Reaktion, ein Zusammenspiel von A und B stattfindet. Und das wäre jetzt halt eine chemische Reaktion mit einer Produktkatalyse. Was meine ich damit? Jetzt schreiben wir mal so eine Reaktion hin, dass wir sagen, der Stoff A, der kann mit Stoff B reagieren und erzeugt dann 2 mal B. Dann haben wir die Reaktionsrate K1. Dabei ist effektiv natürlich nur ein A in ein B umgewandelt worden, weil das zweite B einfach nur hier rüber geht. Also das ist schon im Prinzip so etwas Ähnliches von der Nettowirkung wie bei diesem hier. Ein A bei der Hinreaktion wird zu einem B. Nur ist diesmal die Präsenz des Produktes erforderlich. Das B wirkt also wie ein Katalysator. Und nur wenn ein A-Molekül und ein B-Molekül, wenn die zusammenstoßen, dann findet die Reaktion statt. Die Rückreaktion, die soll wieder genau wie vorher sein. Das B zerfällt einfach wieder zu einem A mit einer Reaktionsrate K2. Und jetzt ist die Frage, was ändert sich jetzt an dem ganzen Modell, wenn wir jetzt einfach diese Komplikation hier mit einbauen. Und jetzt müssen wir uns mal erinnern, wie ging das jetzt? Also wir haben natürlich wieder, also das wäre jetzt erstmal die chemische Reaktion, die wir hier betrachten wollen. Und der Zustand, das bleibt wie vorher. Der Zustand ist also die Konzentration von X, von Stoff A, das X ist die Konzentration von Stoff A und Y ist die Konzentration von Stoff B. Der Zustand ist also wieder ein Vektor, daran hat sich nichts erinnert. Und wir schreiben wieder ein Modell hin in der Form, dass wir die Änderungsrate von X wissen wollen und die Änderungsrate von Y wissen wollen. Und dann haben wir hier zwei Prozesse, also haben wir hier die Hinreaktion und die Rückreaktion. Das bleibt auch alles gleich. Die Rückreaktion bleibt sowieso gleich, das können wir gleich nachher kopieren von dem Modell vorher. Bloß, wie geht die Hinreaktion? Bei diesem einfachen Modell, also dieser einfachen chemischen Reaktion, da hatten wir gesagt, die Hinreaktion geht einfach proportional zur Konzentration von Stoff A. Dann haben wir die Reaktionsrate mal x gehabt. Weil das einfach nur davon abhängt, wie viel A wir haben, das sagt, wie viel A nach B reagieren kann. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt muss ja ein Stoff A mit einem Stoff B zusammen, ein Molekül A mit einem Molekül zusammentreffen. Wenn sie aufeinander prallen, dann gibt es halt die Reaktion und dann entsteht ein Stoff B. Und wie wir sowas modellieren, da können wir uns vielleicht mal erinnern,
Das hatten wir schon mal gehabt. Das ist eine Folie, die hatte ich als schon mal besprochen, als wir die logistische Gleichung besprochen hatten. Ne? Und bei der logistischen Gleichung haben wir ja so einen Term x Quadrat, so einen quadratischen Term. Und da haben wir gesagt, das kann man so als eine intraspezifische Konkurrenz interpretieren, wenn das x jetzt hier eine Population ist, oder als die Kollisionsrate von Individuen, die zufällig durcheinander laufen und zusammenprallen. Und dann haben wir schon gesagt, wenn wir aber jetzt mehrere Moleküle haben, dann mit unterschiedlicher Konzentration, dann ist die Kollisionsrate entspricht dem Produkt der beiden Konzentrationen. Das war das Massenwirkungsgesetz. Und genau diesen Fall, den wir da schon mal besprochen hatten, vor einiger Zeit, der ist jetzt relevant, ne? Weil wir jetzt hier A- und B-Moleküle haben und die Reaktionsrate, mit der dann ein A in ein B sich umwandelt, ist proportional dieser Kollisionsrate. Ne? Und das heißt, dann würden wir jetzt für die Hinreaktion sagen, da hatten wir erstmal negatives Vorzeichen, dann hatten wir erstmal das K1, die Reaktions, hier diese Rate an sich. Und dann geht das nicht jetzt nur noch mit der Konzentration des Stoffes X, sondern es kommt auf die Kollisionsrate an und deswegen müssen wir das Produkt bilden aus der Konzentration von von A mal die Konzentration von B. Und das ist halt jetzt so der einfachste Wechselwirkungsterm, wenn wir mehrere Zustandsvariablen haben und die Konzentrationen, und sehr oft sind das halt Konzentrationen oder Populationsdichten. Und dann sind solche Raten, die passieren, wenn Stoffe miteinander wechselwirken, im einfachsten Fall das Produkt der beiden Konzentrationen. Ne? Weil je mehr A-Moleküle wir haben, desto höher wird die Reaktionsrate und je mehr B-Moleküle haben, desto größer wird die Reaktionsrate. Also insgesamt steigt sie mit dem Produkt der beiden. Ne? Und dann, das ist also jetzt, wenn wir jetzt mehrere Zustandsvariablen haben, dann können wir auf der rechten Seite der Differentialgleichung natürlich Funktionen von beiden Variablen haben und so ein wichtiger Building Blocks und Lego Steinchen, das wir haben, ist dann immer dieses Produkt von beiden. Hm? Gut, und dann entsprechend, das ist hier die Hinreaktion gewesen, das geht aus A raus, das geht natürlich dann in den Stoff B rein, deswegen erhöht sich die Konzentration von Y und die Rückreaktion, die bleibt genau gleich, da hatten wir K-1 hatten wir das genannt, K-1 mal Y und das geht hier mit K-1 mal Y. Und dann haben wir jetzt das Modell für diese modifizierte Form. Ne? Erinnern Sie sich nochmal, das war hier, vielleicht kann man jetzt beides noch sehen. Das war das Modell für die einfache chemische Reaktion. Da hatten wir nur K1 mal X. Und was sich jetzt geändert hat bei dem neuen Modell, dass wir jetzt einfach X mal Y haben an dieser Stelle. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt ein Modell mit zwei Variablen haben, und wir haben wie immer so immer eine kleine Modifikation des Modells, dann ist die Frage, was passiert dann mit diesem Phasenraum? Hm? So, und dann, wie hatten wir das jetzt analysiert? Als erstes hatten wir immer geschaut, was machen die Gleichgewichte in dem Modell. Vielleicht schreibe ich die mal hier hin. Dann wollen wir die Gleichgewichte bestimmen. Und dann sehen wir, jetzt müssen wir halt x-Punkt gleich y-Punkt gleich 0 setzen. Hm? Beide Zustandsvariablen dürfen sich nicht ändern. Und dann haben wir halt diese Gleichung hier. 0 ist gleich minus k1 xy plus k-1 y. Und bei der unteren Gleichung kriegen wir schon wieder genau dasselbe raus. Ne? Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Das ist also auch wieder so ein bisschen merkwürdiges Modell, wo wir im Wesentlichen zweimal genau dasselbe auf der rechten Seite haben. Hm? Und jetzt sehen wir, wie können wir das erfüllen. Das ist möglich entweder dadurch, dass y gleich 0 ist. Also entweder haben wir ein Gleichgewicht y Stern ist gleich 0 und dann kann x Stern beliebig sein. Das ist ein Gleichgewicht. Und das zweite Gleichgewicht bekommen wir, wenn x Stern ist gleich k-1 durch k1.
Und dann ist auch y beliebig. Wir haben also jetzt hier zwei mögliche Gleichgewichte. Ne? Und da können wir ja schon gleich jetzt ein Bild im Phasenraum machen und die Gleichgewichte mal eintragen. Und dann machen wir hier, hier mache ich mal einen Plot von dem Phasenraum. Denn das wollen wir wieder genau wie vorher machen. Wir wollen wieder die Dynamik im Phasenraum verstehen. Gleichgewichtslinie, die hatte ich blau dargestellt. Und beim einfachen Modell war die Gleichgewichtslinie hier einfach so die Diagonale gewesen. Und jetzt haben wir aber folgende Gleichgewichtslinien. Entweder ist y Stern gleich 0 und x ist ganz egal. Das ist hier diese ganze Linie hier. Das sind alles Gleichgewichte. Bei allen, immer wenn der Zustand hier drauf ist, dann ändert er sich gar nicht. Und dann haben wir noch eine Gleichgewichtslinie, wenn x Stern dieses Verhältnis ist. Das ist hier so eine senkrechte Linie. Geht hier senkrecht hoch. Und das ist der Wert k minus 1 durch k 1. Ne? Da bleiben also auch die, da ändert sich die Konzentration von x und y nicht. Ne? Das ist also auch wieder ein merkwürdiges Fall. Ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, normalerweise sind die Gleichgewichtslinien hier isolierte Linien, isolierte Punkte. Also die Gleichgewichte sind isolierte Punkte. Hier haben wir ganze Gleichgewichtslinien. Das wird sich aber ein bisschen ändern, wenn wir hier, das liegt einfach daran, dass wir hier zweimal genau dasselbe haben. Später werden wir sehen, also normalerweise haben wir da nur Punkte. Aber was sich geändert hat, die Gleichgewichte liegen nicht mehr auf so einer Diagonalen, sondern auf diesen zwei Linien. Und jetzt würden wir aber trotzdem gerne wissen, welche von denen sind jetzt welche Gleichgewichte stabil oder instabil, wie laufen die Trajektorien. Und jetzt können wir aber wieder genau wie vorher überlegen, dass wir hier eine Erhaltungsgröße haben. Daran hat sich jetzt gar nichts geändert. Wenn wir also jetzt wieder uns anschauen, was macht die Summe. Das hatten wir S genannt. Die Summe aus x plus y. Das wäre wieder die Gesamtmenge an aller Moleküle. Und dann haben wir wieder S Punkt gleich x Punkt plus y Punkt. Und deswegen muss das hier eine. Und das x-Punkt plus y-Punkt, wenn wir das hier addieren, dann sehen wir, das gibt wieder 0. Also die Änderungsrate der Gesamtmenge an Moleküle ist wieder konstant. Wir haben also wieder eine Erhaltungsgröße. Das ist also eine Konstante. Und dann wissen wir, genau wie bei dem Modell letzte Woche, Dynamik hier auf diesen Linien sein muss mit konstanter Anzahl von Molekülen und der Phasenfluss besteht wieder hier aus so einer Schar von parallelen Linien. Das, was wir aber jetzt nicht wissen, immer noch nicht, ist die Richtung, in welche Richtung laufen die Trajektorien, laufen sie nach oben oder nach unten, ne? Aber wir sehen auch, die Trajektorien laufen hier durch Gleichgewichte durch. Und jetzt ist die Frage wieder, wie bekommen wir die Stabilität? Und da machen wir denselben Trick, den wir auch das letzte Mal genommen haben. Wir nutzen einfach aus, dass wir eine Erhaltungsgröße haben und können hier in einer der beiden Gleichungen können wir eine Variable ersetzen. Nehmen wir diesmal die Gleichung für y. Dann ist die Änderungsrate von y ist ja k1 mal x mal y. Und x kann ich ja jetzt schreiben als s minus y. Dann schreiben wir hier s minus y mal y. Dann habe ich einfach nur dieses x ersetzt. Minus k minus 1 mal y. Und hier haben wir es wieder geschafft, wie bei dem einfachen Modell letzte Woche, dass wir jetzt im letzten Video, dass wir hier eine einzige Gleichung für eine Variable in y geschrieben haben. Wir haben es also wieder geschafft, ein Modell mit zwei Variablen umzuwandeln in ein Modell einer Variable für y, weil wir so eine Erhaltungsgröße haben.
Und jetzt müssen wir nur gucken, dieses Modell, was hat das für Gleichgewichte? Und jetzt, wenn Sie ein bisschen übersehen, dann können Sie merken, das sieht ja schon irgendwie verwandt aus. Wir haben hier einfach einen quadratischen Term, einen y-linearen Term in y. Wir können das auch nochmal umschreiben. Y-Punkt ist gleich, jetzt nehmen wir die linearen Terme zusammen, k1 mal s minus k minus 1, diese Klammer, mal y minus k1 y Quadrat, wenn ich das anders umgeklammert habe. Und jetzt sehen Sie schon, das entspricht, das ist eigentlich das logistische Wachstum, ne, was wir hier haben. Und das ist ja interessant. Das heißt, wenn wir hier dieses Modell mit zwei Variablen, also diese chemische Reaktion mit der Produktkatalyse haben, dann erfüllt die Gleichung die Konzentration des Stoffes B, des Produktes, folgt dem logistischen Wachstum. Jetzt haben wir eine weitere Methode gesehen, wie man logistisches Wachstum herleiten kann. In diesem Fall hier für eine einfache chemische Reaktion. So, und jetzt, wieso können wir hier auf eine Gleichung das Ganze zurückführen? Wir sind doch in einem zweidimensionalen Phasenraum. Und das ist genau die Idee wie beim letzten Mal. Wir sind ja auf einer dieser Linien, je nachdem wie viele Moleküle da sind. Also wir geben so und so viele Moleküle in das System. Also da haben wir eine gewisse Gesamtkonzentration an Molekülen. Dann ist man auf einer dieser Linien. Und dann spielt sich die Dynamik nur noch auf dieser Linie ab. Und das ist ja dann nur noch ein eindimensionales System. Und auf diesem eindimensionalen System kommen wir auch mit einer Gleichung aus. Und jetzt sehen Sie, auf so einer eindimensionalen Linie können jetzt eins oder zwei Gleichgewichte liegen. Und die Frage ist, welche Gleichgewichte sind das? Und dann müssen wir einfach jetzt hier mal eine Bifurkationsanalyse machen von dieser Gleichung in Abhängigkeit von S. Das haben wir so oft gemacht, das gebe ich Ihnen jetzt einfach als Übung, dass Sie das mal machen und bestimmen einfach hier die Gleichgewichtswerte hier bei dem logistischen Wachstum als Funktion dieses Parameters S, der hier drin steckt, der hier dann sozusagen hier die Wachstumsrate und dann letztendlich auch die Kapazität des logistischen Wachstums bestimmt. Wenn Sie das hier ausklammern, dann haben Sie in der Kapazität hängt ja auch noch von S ab. Wenn wir also jetzt ein Bifurkationsdiagramm machen, und dieses Gleichgewicht gegen S auftragen, dann werden Sie sehen, es gibt hier so einen speziellen Wert, der wieder liegt bei K-1 durch K1, das ist das, was wir hier oben schon mal gesehen hatten, und dann haben Sie hier ein Gleichgewicht, ein stabiles Gleichgewicht hier bei der 0, und dann haben Sie hier eine Gleichgewichtslinie, die so hier hoch geht. Und danach ist hier die 0 instabil geworden und hier im Negativen ist das instabil geworden. Das sind die beiden Gleichgewichte dieses logistischen Wachstums. Und was sehen Sie hier? Wenn wir das S erhöhen, haben wir hier eine transkritische Bifurkation. Das ist also jetzt nochmal schöne Übungsaufgabe, einfach mal die Bifurkation dieses Modells als Funktion von S hier rauszubekommen. So, und jetzt können wir nochmal schauen. Jetzt haben wir ja diese verschiedenen Werte von S. Und dann sehen wir, wenn S kleiner ist als dieses Verhältnis K-1 zu K1, wenn wir, also es gibt hier so eine spezielle Linie, die genau hier in diesem Punkt losgeht. Also diese Gesamtmenge an Konzentration ist ganz interessant. Und jetzt sehen wir, wenn wir weniger Gesamtmenge an Molekülen haben, wenn wir links sind, dann ist die Null stabil. Dann laufen die Trajektorien also hier hin. Und das System endet damit, dass von Konzentration B, wenn y gleich 0 ist, von B gar nichts mehr da ist. Und alle Moleküle in Form A da sind. Und wenn wir jetzt hier das S erhöhen, dann geht die Diagonale immer weiter hoch.
Und dann kommen wir, dann passiert hier die transkritische Bifurkation und jetzt gibt es zwei Gleichgewichte. Und jetzt ist dieses Gleichgewicht stabil und dieses instabil. Dann muss die Linie der Pfeile so sein. Und dann sehen wir, wenn wir mehr genügend Moleküle haben, dann entsteht hier genau dieses Gleichgewicht. Und das ist immer so gegeben, dass die Konzentration von Stoff A dann immer diesen einen speziellen Wert hat, K minus 1 zu K1. Und die Konzentration des Stoffes B dadurch gegeben ist, wie viele Gesamtmoleküle wir noch übrig haben, was der Rest ist. So entsteht dann, so können wir jetzt also auch wieder hier, das haben jetzt das Phasenraumporträt und wissen jetzt für jeden Anfangswert können wir sofort sehen, was rauskommt. Und es ist ein bisschen merkwürdiges Verhalten, dass es so eine kritische Schwelle gibt an der Konzentration von Gesamtmolekülen. Und das Resultat ist halt anders, wie bei diesem einfachen Modell, wo das chemische Gleichgewicht so war, dass das Verhältnis der beiden Konzentrationen einfach das Verhältnis der Reaktionsraten ist. Sobald wir aber hier diese Produktkatalyse haben, ist das ein bisschen anders halt. Und aber die Logik war wieder genau dieselbe. Wir haben das Modell, wir bestimmen Gleichgewichte, wir versuchen die Dynamik dieses Modells zu übersetzen in was Geometrisches, das ist ein Phasenfluss. Und dann können wir jetzt im Phasenfluss jetzt überlegen, was bedeutet das für das System, das wir betrachten. So, das war jetzt das zweite Beispiel eines Modells mit zwei Variablen. Wie gesagt, halt auch noch merkwürdig, weil wir hier keine isolierten Fixpunkte haben. Das wird sich gleich ändern. Jetzt nochmal zur Interpretation. Warum sollte man jetzt diese komische Reaktion hier betrachten, diese Produktkatalyse? Und die Motivation ist diese, wenn wir das ein bisschen anders interpretieren. Wir können das mal ja als ökologisches oder biologisches System interpretieren. Interpretation als ein Konsumentenressourcensystem. Und wieso jetzt Konsumentenressource? Wir könnten ja jetzt genauso gut sagen, dass A, der Stoff A, das ist eine Ressource für einen Organismus und B ist halt jetzt ein Organismus, der auf dieser Ressource A wächst. Zum Beispiel könnte jetzt B eine Bakterienkonzentration sein, also B Bakterien, dann wäre das Y die Konzentration dieser Bakterien und das A ist ein Zucker und dann wachsen diese Bakterien auf dem Zucker. Und wie kann man dann diese Reaktion verstehen? Ne? Immer wenn ein Bakterium auf dieses Zuckermolekül trifft, dann hat man hinterher zwei Bakterien. Ne? Und dann kann aber ein Bakterium sterben und dann werden die Zuckermoleküle wieder freigelassen. Das ist natürlich jetzt extrem vereinfacht. Ne? Also man hat ja auch irgendwas mit Einheiten zu tun. Wenn ein Bakterium ein Futtermolekül frisst, dann hat es sich nicht gleich verdoppelt, es muss noch viel mehr aufnehmen. Ne? Also so einfach ist es nicht, aber so die Grundidee hat man hier schon mal. Oder Sie können sagen, dass das B ist das Phytoplanktonzellen und das A sind, was weiß ich, Stickstoff- oder Phosphorressourcen. Und dann auch immer, wenn mit dem Zusammentreffen von Phytoplankton auf Nährstoffmoleküle, können sich die Phytoplanktonzellen vermehren. Wenn sie sterben, werden die Ressourcen wieder freigelassen. Also diese Produktkatalyse ergibt sich ganz, ganz natürlich, wenn wir so ein System interpretieren als Ressourceorganismus, als Konsument. Den Organismus nennt man dann halt den Konsumenten der Ressource. Ne? Wenn wir das als Konsumentenressourcesystem interpretieren. Ne? Und damit wollen wir jetzt im nächsten Video weitermachen und schauen, wie würde man das denn ein Tick realistischer so ein Modell hinschreiben, wenn wir so ein Konsumentenressourcesystem modellieren wollen. Aber für jetzt erstmal vielen Dank.